Leute, ihr wurdet ausgewählt als Tribut. Was macht ihr natürlich auf meinem Server Hunger Games spielen? Willkommen jetzt also zu diesem neuen Feature auf meinem Server auf www.fairwell2192.de. Und wer die Hunger Games nicht kennt, es ist ganz einfach. Ihr müsst überleben ohne Ressourcen. Das ist... Oh, das ist... Jawohl, jawohl. Oh, ich muss weg. So, lass uns jetzt mal hier ganz einfach weg. So. Einfach mal hier weg, ganz schnell. Ich versuche... möglichst schnell hier wegzukommen. Jetzt sind wir schon mal im Wasser. Das ist schon mal eine sehr schlechte Ausgangssituation. Wir haben ein Ei. Ich glaube, Blätter und so dürfen wir kaputt machen. Die Regeln wurden mir leider nicht erklärt. Das ist eine sehr verwinkelte Map. Aber wir sind schon mal weg. Gut, also wer die Hunger Games nicht kennt, ihr seid in einer riesigen großen Arena und müsst gegeneinander kämpfen. Last Man Standing Style. So, warte. Jetzt müssen wir hier so einen Hahn abzuschlachten, weil irgendwann wird euch natürlich auch Hunger begegnen und dann... dann wäre es praktisch, wenn ihr was zu essen... Ah, ist auch egal. Muss erstmal noch ein bisschen weg. Wäre es praktisch, wenn ihr was zu essen habt, nicht wahr? So, dabei könnt ihr überall noch Kisten finden, die euch dann in eurem Battle unterstützen. Wie gesagt, das ganze Ding ist Last Man Standing. Und ihr müsst also versuchen zu überleben. Ich hoffe, dass... naja, dass uns das hier gelingen wird, ne? Auf jeden Fall. So, ich habe keine Ahnung von der Map. Weiß da wirklich nichts von. Ich nehme mal versuchen hochzugehen. Vielleicht wird das ja was. Nee. Können wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Da hinten ist das Spawn. Da ist irgendwie eine Goldstraße oder so. Scheiße, scheiße. So. Wie gesagt, natürlich hat man Hunger. Dem regeneriert sich nicht einfach so. Man hat ja also ein richtiges Problem, wenn man hier HP verliert. Also kein richtiges Problem. Aber ist schon uncool. So, wir haben jetzt eine Hähnchenbrust. Hier ist irgendwie Gold oder so. Achso, das ist die Map-Markierung. Ist hier alles noch in der Beta-Phase, aber es geht halt einfach darum, dass wir hier schon mal versuchen zu testen. Und da möchte ich euch natürlich beihaben. Ja, da möchte ich euch natürlich beihaben. Ihr sollt natürlich mittesten können. Und ja, dann einfach mal gucken, wie ihr das findet. Wie gesagt, das Ganze wird dann als großes Abo-Special nochmal angekündigt. Aber hier erstmal auf meinem Server dann Hunger Games und so. Ne, ihr wisst schon, was ich meine, so. Allerdings habe ich noch keine Kiste gefunden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich... Ja, ich glaube, ich bin noch... Okay, da hinten ist eine Pilzkuh, what the fuck? Ich weiß nicht, ob Zombies an sind. Kein Schwert gefunden. Ja, auch schön voneinander weg jetzt alle. Gott, da ist ein Dungeon, der nicht zu ist. Wir gehen da mal hinten zur Lichtquelle. Und essen gerade mal unser Hähnchen. Okay, das hat ein bisschen was gebracht. Zum Glück. Oh, da ist ein Minecart. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Weiß ja nie. Ich meine, was wir haben, haben wir. So. Aber es ist auf jeden Fall gut, weil jetzt erstmal niemand in unserer Nähe ist, würde ich sagen. Der Joicity, ich kann mit seinem Namen, tut mir leid, nicht aussprechen. Gute Frage, darf man ein Crafting Table down? Darf man überhaupt Sachen abbauen, ist die Frage. Oh, und eine Kiste, sehr geil, sehr geil. Eine Kiste. So, oh, 6 Raw Chicken, Golden Apple und Flints. Sehr schön. Das hilft. Hat mal... bisschen Abfall hier wegschmeißen. So. Blume weg. Den Golden Apple legen wir jetzt erstmal drauf. Kaktus. Okay. Ah. Ah, I know where this is going. Warum haben wir jetzt hier Kakteen? Vielleicht kann man... Nee. Ich weiß es nicht. Oh, natürlich ist es ziemlich uncool, wenn jetzt die anderen im TS hören, was ich alles so habe. Ach, naja. Ach, was soll's. Ist hier was drin? Nee. Ich muss mal abbauen, um hier durchzukommen. Hier ist ein Wolf. Wir haben leider keine Knochen. Ansonsten würde ich mir den direkt mal ziehen. Und entspannende Musik im Kampf auf Leben und Tod. Hier bei den Hunger Games. Die Antwort auf die Frage kam jetzt sehr spät. Ich weiß nicht, ob jetzt mir geantwortet wurde oder jemand anders. Also, darf man Sachen abbauen, ist meine Frage. Darf man sich alles abbauen? Wolle und Blätter darf man also abbauen, das ist gut.
So, da hinten ist nochmal wieder der Spawn. Ach so, das ist gar keine runde Arena. Das ist also mehr... Ah, eine Kiste, sehr geil. 3 Diamanten, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch ein Crafting-Table finden. Boah, scheiße. Gehen mal weiter in die Richtung. Kisten sind gut versteckt, muss ich ja wirklich sagen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, Freunde. Wir finden hier irgendwas. Und der erste ist tot. Und der erste ist tot. Hamburger ist gerade gestorben. Das ist schade. Aber irgendwie sind wir jetzt ziemlich alleine. Also ich finde das... Ach so, ah ja. Also man darf hier tatsächlich nichts abbauen. Nur Holz und... nur Blätter und Wolle. Und wahrscheinlich Pilze. Und dann halt Gras und sowas. Aber ansonsten muss man sich hier alles finden. Das ist ganz cool. Mal, die Erde muss ich dann gerade mal weg. So. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so einen genauen Plan, wo ich hin soll. Wie gesagt, die Arena ist noch im Beta-Stadium. Wir müssen hier nochmal dran arbeiten, aber wie gesagt, wenn euch das aufregend erscheint hier, was wir hier machen, ich weiß, es gibt ganz, ganz coole Hunger Games Server, die sind wirklich richtig cool ausgearbeitet. Richtig, richtig krass sind die. Aber es ist auch mal schön, so seinen eigenen zu haben. Ach du Scheiße, jetzt hauen sie sich wirklich gegenseitig die Mütze voll. Ja, so seinen eigenen Minecraft zu, Quatsch, hier Hunger Games Server zu haben, hat ja auch was. Fand ich immer ziemlich cool. Und dann halt auch mit den Abonnenten zu zocken, ne? Dann halt einfach mal... Ne, hier ist nichts. Okay. Dann einfach in die völlig andere Richtung als alle anderen gegangen. Das Problem ist einfach jetzt, wenn hier jemand mit dem Schwert und so vorbeikommt, habe ich erstmal ein Problem. Naja. Und hier, scheiße. Ach, scheiße, ich habe ja auch... erstmal einen goldenen Apfel. So. Kann man die Eier mittlerweile auch essen? Oh nein, aber da kann man Hähnchen drauf spawnen, ja. So. So, die Begrenzung. Hier ist eine Höhle. Hier ist die gewollt. Autsch. Weißt du nicht, die Höhlen sind hier ja alle nicht abgeschlossen. Das ist ja so ein kleines Problem. Ja, aber ist da auch was drin? Ich meine, wenn ich mich hier jetzt 1000 Meter unter die Erde grabe und da nichts ist, dann ist es ja scheiße und dann komme ich auch nicht wieder raus. What the fuck? Naja. Ich denke mir ja die Regel nicht auf. Ich bin ja nur ein einfaches Tribut. So, wir müssen jetzt versuchen, diesen Flusslauf hinaufzuschleichen. In der Hoffnung, dass wir eventuell an eine Höhle kommen. Hä? Okay, hier ist nichts. Ne, in der Hoffnung, dass wir eventuell an eine Kiste kommen, die uns eventuell einen Vorteil verschafft gegen die anderen. So. So, hier ist wiederum nichts. Ich weiß auch noch nicht, wofür ich die Kakteen jetzt bekommen habe. Ich hoffe, die werden mir noch sinnvoll sein. Ja, muss mal hier. So. Versuchen erstmal eine Falle aufzubauen, was soll's. Aber das größte Problem ist im Moment einfach Hunger, scheinbar. Also wie gesagt, das größte Problem ist jetzt hier gerade, dass wir so wenig Leute sind. Also wenn ihr euch dazu berufen fühlt, euch einfach auch mal anzumelden, so ja, voll cool, ich würde gerne mitmachen, dann macht ihr das einfach. Dann geht ihr auf www.fairwall2192.de und macht einfach mal mit. Da hält euch ja nichts von ab, so wie ich euch kenne. Das ist keine Kiste. Im Gegenteil. Das ist ja mehr noch so, was euch motivieren könnte als meine treuen und wirklich wunderbaren Abonnenten. Versuchen jetzt mal hier über die Bäume zu gehen. So. Gut, hier lang. Für ein bisschen gefährliche Musik. Aber ich finde... Oh, scheiße.
mehr so eine Sackgasse für uns. Ich habe das Gefühl, dass im Jungle was sein könnte. Also es ist auf jeden Fall hoffnungsfroher als Aua. Wenn ich der Letzte erlebt, das wäre ja cool, dann hätte ich nämlich gewonnen. Oh, dann sind wir jetzt nur noch zu zweit. Das ist natürlich ärgerlich, weil er höchstwahrscheinlich besseres Equipment hat als ich. Angesehen der Tatsache, dass ich kein Equipment habe. Ach so, wir sind alle noch zu dritt. Naja, das ist natürlich... Das ist natürlich gut. Naja, obwohl das so gut ist, man weiß es nicht. Okay, hier ist nichts drin. So. Das heißt, es sind Blätter. Blätter dürfen kaputt gemacht werden. So, so. So. Blätter dürfen kaputt gemacht werden. So, so. Immer diese Höhlen. Also ich finde ja persönlich, die Höhlen sollten wir noch dicht machen. Die sind ziemlich irreführend, finde ich. Wieso sollten die das wissen? Ich streame nicht. Ach so, sie haben sich natürlich in die Luft erhoben, ja. Naja, obwohl, die Richtungsangaben werden dann wahrscheinlich sehr, sehr genau sein. Ist er irgendwie links so? Nein, nein, mehr rechts. Nein, nein, er ist irgendwie... Ach, fick dich doch. Ich sehe kleine Sümpfe. Oh. Ich sehe Schnee. Ah, aber es ist schon der außerhalb der Arena. Wir sind also am Rand der Arena. Oh nein. Ach so, ich habe Hunger. Scheiße. Müssen wir jetzt so leider meine goldenen Äpfel aufessen. Naja. Einen behalten wir dann noch. Immer noch auf der Suche nach Kisten, nach... In der Nähe des Dschungels. Ja, du bist gut, ey. Welches Dschungels? Woher weiß ich denn, dass es nur einen Dschungel gibt? Spaten. Oh. 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 Oh, oh, oh. Scheiße. Ach, scheiße. Nein, scheiße. Ach, scheiße. Gut. Porte mich mal jemand bitte back, zurück zur Arena. Oh Mann. Back. Gut. Dann wollen wir mal hier, Mode 1. So, jetzt können wir mal ein bisschen fliegen. Wo bin ich denn gerade gestorben? Das war nicht mein Todespunkt. Ach, naja. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Habe ich ja auch sehr großes Interesse dran, denn gleich gibt es Runde 2. Vielleicht macht ja Simon mit. Oh ja. Ne, Moment, die habe ich ja gefunden. Aber ich verstehe das nicht. Ach so, hier sind Fackeln drin. Das ist ja auch interessant. Moment mal. Moment mal. Ach so. Ach so läuft da. Ach so. Ach, du bist doch ein Gewiefter. Ach, du bist doch ein... Ich habe jedem Game Mod gegeben. Ups. Nein, habe ich nicht? Okay. Ach, du bist doch ein Gewiefter, junger Mann, bist du doch. Aha. Okay. Also es ist schon cool. Respekt. Also es ist schon cool. Hm. Also offensichtlich sind hier auch so die Tunnel so ein bisschen... Naja. Ausgestattet. Aber die laufen im Kreis, oder was? Das ist ja noch viel gewiefter, du. Scheiße, bin ich jetzt schon wieder im Kreis gelaufen? Ach, naja. Es geht hier wahrscheinlich gleich weiter mit Runde 2. Die Jungs müssen sich noch finden. Aber dann geht es auf jeden Fall weiter mit Runde 2. Ich bin ja sehr gespannt. Ich meine, diese Arena ist ja wirklich riesig. Wir haben noch gar nichts gesehen. Ich glaube, im nächsten Part gehe ich dann halt gleich noch eine zweite Runde. Im nächsten Part, ich sag mal, einfach in die andere Richtung gehen. Erstmal so den Überblick verschaffen über die Dimensionen der Arena. Oh ja, und wir haben eine Geldmod im Server. Auf jeden Fall.
Wir haben den Spawn gar nicht betrachtet. Das ist auf jeden Fall auch mal interessant. Mit Kisten. Hat sich da eigentlich jemand drum gekümmert? Weil... Nee, hat sich nicht. Bisschen Kohle, bisschen Brot, Holz ist hier drin. Die ist leer. Das machen wir gleich mal anders. Hier ist nochmal Holz, hier ist nochmal Holz. Holz. Ja, ich glaube, wenn Flisch den Ground so hart gehittet hat, dann war es das jetzt, oder? Ach, Manu. Ach, er war schon tot und ist jetzt nochmal gestorben. Das ist schade. Laut Dragon Ball Z ist sein Körper jetzt für immer verloren. Das ist doof. Na gut, Leute, aber ich würde euch im zweiten Part dieser Arena einfach mal... Ach, da ist er ja. Der Gute, mit einer Goldarmer. Ach, da ist er ja. Naja. Gut, Leute, ich begrüße euch dann mal im dritten Part von... Quatsch. Ich begrüße euch dann gleich mal im zweiten Part von... Bla... Minecraft Hunger Games auf meinem Server. Guckt mal rauf, fairwall2192.de. Ihr werdet da nicht nur Informationen zu Minecraft-Servern finden, sondern auch zu anderen coolen Dingen, würde ich sagen. Es gibt auf jeden Fall coole... Ach, das ist so eine Todesfalle hier, ne? Ach, das ist so unangenehm. Na gut, Leute, also wir sehen uns gleich im zweiten Part davon und bis gleich. Runde 2 im gefährlichsten Spiel und diesmal noch gefährlicher im Duo mit... Mir! Oh mein Gott! Er ist wieder da! Also er ist gerade da. Ja. Und auf jeden Fall... Oh Gott. Yo, alles klar. Wir sind dabei. Oh Gott. Hau ab, du Arsch. So. Hallo Simon. Wenn mir irgendjemand... Ich mag den... Oh, du bist das. Boah, Alter, erschreck mich nicht, Mann. Oh, so. Scheiße, Wasser ist uncool. Wasser ist sehr uncool. Ich möchte Enten prügeln. Das kann ich nachvollziehen. Ich hab Hass auf Enten. So. Gibt's hier, erzähl mal was, du hast wahrscheinlich im letzten Part, da ist irgendjemand, da will ich nicht hin. Du hast wahrscheinlich im letzten Part schon was, du, egal wer da jetzt, die hören mich im TS, wieder weg. Du hast wahrscheinlich im ersten Part schon was gesagt zu deiner neuen Map. Ja, also auf jeden Fall, ich wiederhole es nochmal sehr gerne, zwar ist es für die Leute jetzt gerade ein bisschen redundant, aber wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, hier mein eigener Server und wir haben uns einfach überlegt, wir wollten die Hunger Games Map selbst mal nachbauen. Also es gibt eine sehr hervorragende Multiplayer Map für die Hunger Games, die... Ist auch öffentlich durch Google erreichbar. Allerdings wollten wir mal für uns so eine eigene haben. Deswegen haben wir uns eine ausgedacht. Naja. Kannst du etwas hierzu sagen? Also ist das jetzt einfach generiert? Ach, scheiße, warte. Ja, ich kann gleich was dazu sagen. Stirbst du? Ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen am Sterben. Noch dazu, sind Zombies aktiv? Nein. Alter, scheiß Lex. Ja, genau. Lex macht mich... Hallo, wo sind meine Items? Ja, das ist also so die Map. Ah, okay, also es gibt es hier kleine versteckte Dörfer ja, oder sowas? Ja, kleine versteckte Dörfer weiß ich nicht, ich habe noch keins gefunden. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall versteckte Kisten gibt. Die sind in der Welt verteilt. Und, nein, keine Dörfer, noch nicht. Also wie gesagt, ist so die Beta-Phase, ne? Das ist jetzt der erste Testlauf, so wie das alles funktioniert und ob das alles funktioniert. Und überhaupt. Aber es ist, noch nicht viel aufgebaut, aber wir haben erstmal eine gute Zeit hier. Hast du eine gute Zeit, Simon? Irgendjemand ist tot. Hier knackt was. Hier knackt was. So, ich muss Rinder finden. Abgeknackt. Oh, dieses Stamina geht ja auch noch. Du kannst ja dich tierisch schnell verpissen, wenn der kommt. Du darfst übrigens Wolle und Blätter abbauen, hat man mir gesagt. Ah, okay. Scheiße. Ich darf Blätter abbauen. Das heißt also, hier wurde irgendwo random, hier ist Gold. Soll das heißen, folge dem Goldweg und du findest dein Glück? Sozusagen. Nein, im Grunde ist der Goldweg die Markierung der Mitte. Ich bin die Mitte! Nee, ich glaube, der Turm ist die Mitte, oder? Ja, nein. Warum fliegt da wer? Da fliegt wer? Das ist nur der Schiedsrichter quasi. Weil wir das hier alles nicht mod-unterstützt machen, / machen können, haben wir einen Schiedsrichter. Das ist... Wo ist der? Ich habe ein Ei, Alter. Weg! So, ich mag nicht beobachtet werden. Ich möchte eigentlich nicht in eine kleine Ecke finden. Er hat ein Schwert. Oh mein Gott, er hat ein Schwert. Oh, ja, nein, ich will die fucking Einrass... Er hat ein Dolchschwert! Sag mal, verprügelt ihr euch vielleicht mal gegenseitig? Ich will weg! Also das... Ich will die Ausrastfunktion aktivieren. Scheiße. So.
Sollen die sich erstmal gegenseitig verprügeln? Ich jetzt irgendwo? Ich will nicht, ich will nicht, ich bin tot. Oh. Ach Gott, wir wissen halt alle schon, wo die fucking Kisten sind. Weg, so. Ja, dann fangen wir doch mal den Simon. Und mich dann, ich eventuell gehe ich in ein Loch und hole mir einen runter, das weiß ich nicht. Äpfel! Damit cool, die kannst du jetzt für insgesamt 500 Euro verkaufen, wenn du sie einmal kurz anbeißt und nicht auf isst. Verrückt, so. Oder? Ich brauch Rüstung. Nein, du brauchst Hipster-Items. So, wo ist denn der gute Simon? So. Ich sehe hier noch niemanden, das ist ganz gut. Wie, man darf in den Turm rein? Finde ich aber nicht gerecht. Warum darf man denn in den Turm... Ach so, nur Tote dürfen in den Turm rein. Aha. Oh, das ist ja hier, ist ja nice. Was ist das hier? Das sieht wichtig aus. Das sieht, das ist unwichtig. Unwichtiger Scheiß also hier bei mir, oder? Das ist vielleicht doch nicht so unwichtig. Guck mal, was in dieser Kiste hier ist. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist interessant. Das gefällt mir. Ich glaube, ich muss... Fuck this. I don't play like you. I don't play your role. I gehe to the Baum and make some wood and then a pickaxe and go mining. Go fuck yourself. Das ist... Mich findet niemand. Ist gut so. Du sagst es. So. Gut. Ach, ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, wir sollten die ganzen Minen und so, alle Eingänge, die nicht hundertprozentig gewollt sind, sollten wir dicht machen. Weiß nicht. Die sollte man auch komplett eliminieren, dass man sich gar nicht downdiggen kann. Weiß nicht, ich bin hier gerade in so einer versiegelten Spalte, ist ja auch alles schön und gut, aber naja. Also ich würde sagen, wenn man jetzt hier auf das Level kommt und sich halt einfach mal eine Pickaxe craftet, so wie ich das gerade mache. Das darfst du nicht. Es sei denn, du hast in einer Kiste Steine gefunden und Holz, hast dir aus diesem Holz mit einem Crafting-Table, den du ebenfalls irgendwo gefunden hast, also wenn du dir alle Items erspielt hast, quasi nicht abgebaut. Das sollte man mir vorher sagen. Hab ich doch, du darfst Blätter und Wolle abbauen. Ja, genau, jetzt. Ach so, das war's dann. Ja, gut, in Shit. Das heißt eigentlich, das ist jetzt so wie mit Tekken. Bei Tekken spiele ich am Anfang alles. Drücke ich alle Knöpfe und hier mache ich jetzt auch erstmal alles, bis mir jemand sagt, das geht aber ganz anders. Also bei Minecraft alle Knöpfe zu drücken, bringt erstmal nicht so viel. Nee, weil ich habe jetzt auch gerade erstmal einen Screenshot gemacht, wie mir wird meine Anzeige angezeigt, wie viel ich vom PC benutze und alles. Dann ist in Ordnung. Dann ist ja sollte eventuell in die Außenansicht. So. Ach, da ist er ja. Da fliegt was? Da fliegt Der blöde. Soll ich dir eine Sonne in den Arsch schieben? Oh. Nein, bitte nicht. Ich hatte gerade erst eine Darmspülung, da tut das nicht mehr das so gut. Das ist wirklich schön, erzähl mir mehr über deine Darmspülung, lass es. Don't force it. So, was like a satellite, I'm in orbit. Darf ich Tiere töten? Ja, Tiere darfst du töten. Gut. Like a satellite, I'm in orbit all the way around. Scheiße. Simon, das gelingt dir ja nicht wirklich gut, würde ich sagen. Das leckt bei mir. Ich bin gerade wieder halt zu Hause und habe meine 2000er WLAN-Verbindung. Und hier ist gerade langsam angesagt. Schritt für Schritt. So, war mal ganz kurz. Ach scheiße, ich brauche ja ein Crafting-Table. Du bist schon so ein bisschen lost, bist du gerade, ne? Ich weiß gar nicht, wo der Rest ist, also... Ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Ich hab nur den Plan, dass ich hier, glaube ich, gerade am Ende war. Nein, du bist im Dschungel. No shit, ja, motherfucker! You don't say! Gut, da wäre ich fast nicht drauf gekommen. Wir haben die Bäume die Sicht versperrt. So, wie mache ich das denn jetzt? Also Jungle ist eigentlich so ziemlich das Geilste, um nicht gefunden zu werden, glaube ich.
Warte, ich werde einfach mal einen Turm über deine Nase bauen, so einen beweglichen, und der wird dir dann folgen. Der auch so blinkt. So, hallo, töte mich, hier bin ich, ich laufe hier. Kill that motherfucker. Da ist auf jeden Fall Licht. Suspicious light is here, Rao. So, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich will dieses Loch treffen! Was geht hier ab? Dankeschön. So, gehen wir auch mal rein. Hallo! Was macht der Simon? Oh. Jetzt muss ich hier nur... Ich meine, man muss ja jetzt... Ne, shit. Also hier wird ja gesagt, guck mal, hier ist Licht. Das soll eigentlich heißen, guck mal, hier ist was Tolles. Uah. Ach, okay. Atmen gedönst. Oder? Was, die sind alle tot? Ja, wir sind alle tot. Ignoriere die schwebenden Leute, die alle hinter dir. Uncool. Uncool. Das ist unglaublich uncool. Folgt ihm unauffällig. Man erschreckt sich unglaublich, ihr miesen kleinen blöden Penner. Simon, dreh dich vielleicht einfach mal 180 Grad. Und lauf einfach mal geradeaus. Wie ist das? Weiß ja noch nicht. So, mach ich doch mal. Simon, du bist irgendwie ziemlich scheiße. Dreh dich nochmal 180 Grad. Ja, sag doch gleich so. Dreh dich die ganze Zeit. Ja, jetzt tanz Tango. Do the split. Ich bin Kung Fu Panda. Ich kann den Split. So, und jetzt machst du bitte Kopfstand. Doch, das da ist ein Kopfstandschalter. Mit Shift W, ne? Mit Alt F4. Ich geh jetzt halt hier hin, weil du es mir gesagt hast. Weil du es mir befohlen hast. So, wenn das jetzt wieder nur Äpfel sind, dann werde ich sauer. Wie die Äpfel! Ja. That's my time, mein Schlag! Wer haut mich? Ich werde gehauen. Von wo? Also von mir nicht. Was ist denn das? Mich haut irgendwas. Weil du wahrscheinlich Hunger hast. Vielleicht solltest du die Äpfel aus dieser Truhe nehmen. Ah ja, ich sollte eventuell essen. Mich haut irgendwas. Dumm. Hausmeister, dumm. Gabel nicht grad Suppe. Mich hat gerade die Vision gefickt, weil hier rechts sind zwei Cobblestones, ne? Und wie war die also Vision so? Die sind, weil die Cobblestones, also die normalen. War die Vision denn wenigstens gut oder hat sie dich nicht vollständig befriedigt? Nein, ich dachte, die blöde Kiste fuhr zu dem scheiß Stein hier. Natürlich. Oh Gott. Ein absoluter Trollolol-Partner, wieder einmal in Ordnung. Ach Quatsch. Simon, mach doch mal was. Mach doch mal was anderes, mach doch mal was Neues. Mach mal einen Backflip. Wo bist du? Kannst du auch mal ruhig sein? Nein. Du siehst mich nicht, aber ich war scheiße in Sport, ich kann nicht weit werfen. Nun, Simon, wie viele Mitspieler sind eigentlich noch da? Jeder, der mal da ist, schreibt mal ich bitte rein. Eins. Einer. Zwei. Ich meine, so groß. Ich finde euch. Wir brauchen einfach mehr Spieler. Leute, hier nochmal der Aufruf. Fairwall2192.de. Einfach mal raufgehen, einfach mal mitspielen. Wäre geil, würde dieses Spiel beschleunigen. Ist im Moment eine sehr große Arena. Oh, sehr schön. Ich kriege gerade den Sonnenaufgang voll in die Stirn. Ach so? Ich wollte gerade ein weiteres... Oh. Wir haben vielleicht gleich ein Aufeinandertreffen von Kontrahenten. Das ist sehr interessant. Da ist Simon und da ist dein Gegenspieler, glaube ich. Und da auch. Vector. Aha. Ja, so gut, kann man sie orten. Ach so. Ich seh's. Oh mein Gott, hier ist ein riesiger Penis von Bord. Naja, fast. Na, eigentlich nicht. So, jetzt dann schnell drauf. Wenn das die Eier, wenn das die Hoden sind, hier ist der Schaft und da ist die Eichel ein bisschen abgebrochen. Naja. Ach ja, ist das schön. Warte, lass uns nochmal Musik anmachen. Was ist denn mit dieser Stamina-Funktion? Die sind jetzt voll disappeared und shit. Ein Shit. Ah, ja. Ja, so. Ja, Diamond Sword geht in Ordnung. Klar, logisch. Simon, das war's ein bisschen für dich. Overpowered, overleveled. Kein Ding. Tja. Wenn du /back eingibst, kommst du dahin zurück, wo du gestorben bist. Wie flieg ich? Weiß ich nicht. Kannst du den Gameboard von dich ändern? Du hast keinen Zugriff auf diesen Befehl. Dann schaue ich mir ein wenig die Stadt an, mit Schatten. Hey, wow. Fucking, what? Oh, ich habe mir gerade voll das coole Kolosseum angeguckt. Das ist schade.
Kann ich jetzt immer noch in die Box hier gucken? Nee. Oder? Nein. Oh, so. Ich glaube, ich bin... unser letzter Kontrahent, unser letztes Tribut hat also ein Diamantschwert. Entschuldigung. Das kann ich schon wieder ein bisschen dauern, wenn es jetzt noch zwei. Wann kann man denn mit Steuerung zurück... Was ist das denn? Ich kann mit Steuerung, guckt man zurück. Was mache ich mit Steuerung? Drück mal Steuerung. Ach, das ist ein Zoom, verflucht. So. Wusstest du, dass man zoomen kann? Das ist dein Optify-Mod. Das ist mein Optify-Mod? Ja. Ich kann... Boah, voll serious business. Was kann das denn noch so? Ich hab das vorne erst reingeklatscht. Nur das kann dich oral befriedigen, wenn du es drum bittest. Es vorher zum Essen auf. Ja, bei Options. Ah, schön. Gut, Leute, aber nochmal zum Abschluss. Ich meine, ich glaube, der Gewinner steht sowieso fest. Mit dem Diamantschwert ist es wieder hier unser Übermacker. Ja. Auf jeden Fall nochmal, fairwall21.de. Auf diesem Server gibt es nicht nur Hunger Games. Nein, es gibt hier auch noch eine wunderbare Community, die alles dran setzt, eine wunderbare Welt zu bauen. Und Donald Duck, offensichtlich. Copyright Infringement. For the win, auch auf meinem Server. Fuck Akta. Ja, jetzt sind die weg. Jetzt können wir wieder machen, was wir wollen. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und naja. Wir sehen uns auf... Es ist so, als wenn du in einem Restaurant sagst, ich hoffe, ihr seid ein bisschen satt geworden. Na gut, Leute. Natürlich, die sitzen jetzt völlig sterilisiert von ihrem PC mit Schaum vom Mund. Blablabla. So viel Spaß hatte hier jeder. Auf jeden Fall. Der Sieger ist schon wieder Creator. Oh, schon wieder, ist ja langweilig. Gut, Leute, also auf jeden Fall. Gut, dass ihr dabei wart und bis dann. Tschüss. Tschüss.